Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, Gewohnheiten zu verändern. Und ja, jeder von uns hat Gewohnheiten. Fangen wir mal ganz simpel an, das Zähneputzen am Morgen ist eine Gewohnheit. Denn eine Gewohnheit bezeichnet etwas, was wir nicht mehr bewusst tun müssen. Und das Zähneputzen am Morgen, das passiert einfach mittlerweile völlig automatisch. Und ich möchte einige meiner Gewohnheiten ändern. Und deswegen habe ich mir dieses Buch hier besorgt. Von Markus Hornig, Gewohnheiten ändern, aus dem Kappa Alpha Verlag. In 30 Minuten wissen Sie mehr. Und das ist so ein ganz dünnes Büchlein und es war so krass, was ich aus so einem kleinen Büchlein alles an Wissen herausgezogen habe. Weil da geht es halt mal in die Tiefe. Wie entstehen Gewohnheiten? Was machen Gewohnheiten mit uns? Was passiert da auch hier oben bei uns? Und erst wenn man das richtig verstanden hat, kann man diese Gewohnheiten halt ablegen, durch was Neues ersetzen, sich neue Gewohnheiten schaffen. Und ich habe da verschiedene Ziele fürs nächste Jahr, was ich an alten Gewohnheiten, die mir nicht mehr so gut gefallen, ablegen möchte und was ich mir an neuen Gewohnheiten aneignen möchte. Und ja, wie ich schon sagte, Gewohnheiten, die können sowohl positiv sein als auch negativ, ne? Es ist toll, dass die Gewohnheit mit dem Zähneputzen da ist. Es ist zum Beispiel aber negativ, wenn man die Gewohnheit hat, beispielsweise immer abends vor dem Fernseher auf dem Sofa irgendwas Süßes zu essen beispielsweise. Gewohnheiten sind halt für uns da, um Energie zu sparen, ne? Also wenn ich beim Zähneputzen halt ständig darüber nachdenken müsste, wie das funktioniert, wäre ätzend. Also sie sparen Energie und entlasten dadurch natürlich auch unseren Alltag, unser Leben. Die sind halt super, super wichtig einfach für uns. Und sie geben uns auch ein Stück weit Sicherheit, weil das halt was ist, was eine Beständigkeit in unserem Leben ist. Und das jetzt kommen Punkte, die ich auch super interessant fand, als ich das gelesen habe. Gewohnheiten dienen eigentlich nur dem Zweck, kurzfristig positive Emotionen zu erleben, beziehungsweise ne, dann das Gegenteil, negative zu vermeiden. Und da kommt dann, wenn man Gewohnheiten ändern muss, muss man immer hinterfragen, okay, warum habe ich diese Gewohnheit? Aus welchen verschiedenen Teilen hat die sich zusammengesetzt? Warum tue ich das eigentlich, was ich hier gewohnheitsmäßig tue? Und da kommt man dann auch schon zu dem Nachteil von Gewohnheiten, weil wenn man diese Gewohnheit einmal integriert in sein Leben, wägt man nicht mehr ab, ob das jetzt eine positive oder negative Gewohnheit ist, ob die Vor- oder Nachteile hat. Ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ich ein unglaublich schlechtes Essverhalten hatte. Ich habe nicht gegessen, weil ich Hunger hatte, sondern ich habe gewohnheitsmäßig gegessen, weil man halt früh frühstückt, Mittag isst und Abend Abendbrot isst, so gewohnheitsmäßig, aber auch ich habe aus Stresssituationen heraus zum Beispiel gegessen oder mich schlecht gefühlt habe und das waren dann Gewohnheiten. Ich hatte ein schlechtes Gefühl und habe aus Gewohnheit heraus dann zum Beispiel etwas gegessen, ohne das früher zu hinterfragen. Als ich dann zu dem Punkt kam und es hinterfragt habe, war es auch relativ simpel, diese Gewohnheit dann für mich zum Glück zu ändern. Wenn man eine Gewohnheit ändern möchte, dann ist der Schlüssel zum Erfolg, um das zu tun oder sich neue Gewohnheiten anzueignen, regelmäßig und systematisches Üben. Also da ist wirklich diese Beständigkeit super, super wichtig und eigentlich finde ich auch das, was dann den Erfolg wirklich ausmacht. Also man muss auf jeden Fall Rückschläge akzeptieren. Nehmen wir mal das beste Beispiel, ihr wollt dreimal die Woche joggen gehen. Ja, wenn ihr halt nur zweimal die Woche geht, ist es natürlich erstmal ein Rückschlag, aber das muss man akzeptieren und annehmen und das ist schon erstmal ein erster Schritt. Und man muss kleine Schritte machen, ne? Nicht gleich sagen, okay, ich möchte dreimal die Woche jeweils eine Stunde joggen gehen, sondern vielleicht erstmal 10 Minuten und das dann so peu à peu. Und diese Zwischenziele, die man sich dann setzt, bis hin zum großen Ziel, die kann man dann auch immer feiern und kann sich dafür belohnen. Zum Beispiel mit einer Massage oder so. Und in dem Buch wird halt als perfekter Zeitraum, um Gewohnheiten zu ändern oder neu zu entwickeln, 10 Wochen genannt. Und ich fand das halt gut, ne? Viele sitzen ja Silvester da und ja, die wollen sich gesünder ernähren, die wollen abnehmen, ihr kennt das alle. Und vielleicht ist das mal ein Buch, mit dem es auch wirklich funktioniert. Wichtig ist aber natürlich, dass das Ziel etwas ist, was ihr wollt. Nicht, ihr wollt nicht abnehmen, damit euch irgendjemand anderes attraktiv findet, sondern ihr wollt vielleicht abnehmen, weil ihr wisst, dass es ungesund ist. Da ist das Warum und das Ziel viel, viel stärker und damit ist die Motivation viel, viel höher und damit zieht ihr das auch wirklich 10 Wochen durch. Und da gibt es so Schrittpläne in dem Buch, wie man da dann vorgeht. Zum Beispiel muss man sich erstmal der Gewohnheit bewusst machen. Wie zum Beispiel ich, dass ich halt die Gewohnheit hatte zu essen, wenn es mir nicht gut ging. Dann muss man die Belohnung erkennen, nämlich zum Beispiel durch Schokolade, die kurzfristige Belohnung und dass negative Gefühle einfach geblockt werden sollen. Und drittens muss man dann den Auslösereiz identifizieren und eine alternative Belohnung einfach schauen, ne?
Weiter geht es dann natürlich in ganz, ganz vielen Schritten, also in 5 Schritten ist das halt gemacht, wie man erstmal erkennt, warum die Gewohnheit entstanden ist, was das Schlechte daran ist, wie gesagt, was der Auslösereiz und solche Dinge sind, dass man das erstmal in einer Anfangsphase für sich identifiziert, dann, dass man halt Ersatzhandlungen sucht und dann geht das halt los mit den 10 Wochen, dass man halt diese neue Gewohnheit dann einfach einübt. Ihr habt am Ende dieses Buches dann nochmal den Fast Reader. Da könnt ihr alles, was in dem Buch in lang erklärt ist, nochmal euch kurz auch durchlesen. Und was ich halt am Ende super, super spannend fand, super, super spannend fand, ist hier den Veränderungsprozess starten. Dann habt ihr so ein Vorgehen, was ihr tun müsst, um Gewohnheiten einfach zu ändern. Habt dann verschiedene Checkpoints, wo ihr euch das nochmal eintragen könnt. Also das Buch kann ich echt super empfehlen, wenn ihr wirklich mal erfolgreich eine Gewohnheit ändern oder euch eine neue positive Gewohnheit aneignen wollt. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox. Ich werde mit diesem Buch in den nächsten Wochen arbeiten. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die ich gerne entweder ändern möchte oder die ich mir als neue Gewohnheiten aneignen möchte. Ich möchte zum Beispiel Yoga regelmäßig machen, das ist zum Beispiel eine neue Gewohnheit. Und ich bin super gespannt, was ihr mir schreibt, was Gewohnheiten sind, die ihr gerne ändern möchtet oder neue Gewohnheiten, die ihr euch gerne im neuen Jahr vielleicht aneignen möchtet. Und da freue ich mich zu lesen, was eure Pläne sind. Kann euch das Buch, wie gesagt, nur empfehlen. Lest das und arbeitet damit. Dann verspreche ich euch wirklich, dass wenn ihr das durchzieht und so macht, wie es hier steht, das kann fast eigentlich gar nicht schief gehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!